Willkommen im Richtige Wahl. Heute werden wir uns die besten Heißluftfritteusen ansehen. Die Medion E20L ist eine kompakte Heißluftfritteuse, die dir eine gesündere Alternative zum herkömmlichen Frittieren bietet. Mit 1400 Watt Leistung und einem 3,2 Liter Frittierkorb kannst du verschiedene Lebensmittel wie Pommes, Hähnchen oder Gemüse fettarm zubereiten. Dank der stufenlos einstellbaren Temperaturregelung bis zu 200 Grad Celsius und einem digitalen Timer mit 30 Minuten Laufzeit ist sie sehr benutzerfreundlich. Die Antihaftbeschichtung erleichtert zudem die Reinigung und der Cool-Touch-Griff sorgt für sicheren Umgang. Allerdings ist die Fritteuse aufgrund ihres relativ kleinen Frittierkorbs eher für Single-Haushalte oder kleine Familien geeignet. Darüber hinaus muss die Reinigung per Hand erfolgen, da der Korb nicht spülmaschinenfest ist. Insgesamt ist dieses Modell eine praktische und günstige Heißluftfritteuse, die eine einfache Handhabung und solide Ergebnisse bietet. Sie ist besonders für Einsteiger und kleine Haushalte interessant. Den aktuellen Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Midea MAD 40 ist eine kompakte Heißluftfritteuse mit 1500 Watt Leistung und einem Fassungsvermögen von 4 Litern. Dank der Dual Cyclone Technologie wird die Luft im Inneren gleichmäßig und schnell verteilt, sodass Speisen von außen knusprig und von innen saftig bleiben. Über das digitale Touch-Bedienfeld können die Temperaturen bis zu 200 Grad und der Timer bis zu 60 Minuten präzise eingestellt werden. Mit 8 voreingestellten Programmen ist die Fritteuse besonders vielseitig und eignet sich zum Frittieren, Grillen, Backen und Rösten. Ein Nachteil dieses Geräts ist das relativ kleine Fassungsvermögen, das sie eher für kleinere Haushalte geeignet macht. Außerdem könnte das Gerät für einige Nutzer zu simpel wirken, da es keine speziellen fortgeschrittenen Funktionen wie eine App-Steuerung oder erweiterte Garprogramme bietet. Zudem berichten einige Nutzer, dass die Außenhülle während des Betriebs etwas heiß werden kann. Insgesamt ist dieses Modell eine solide Wahl für Nutzer, die eine kompakte und vielseitige Heißluftfritteuse mit einfacher Bedienung suchen. Sie bietet eine gesunde Zubereitung von Speisen mit wenig Öl und lässt sich dank der Antihaftbeschichtung leicht reinigen. Den aktuellen Preis kannst du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon abrufen. Die Midea MAD 55 ist eine leistungsstarke Heißluftfritteuse mit einem Fassungsvermögen von 5,5 Litern, was sie ideal für größere Haushalte macht. Mit 1700 Watt Leistung und der 3D-Heißluftzirkulationstechnologie sorgt sie für gleichmäßiges und schnelles Erhitzen. Die Fritteuse bietet 7 vorprogrammierte Funktionen, die eine Vielzahl von Zubereitungsarten wie Frittieren, Backen, Grillen und Rösten ermöglichen. Dank des antihaft beschichteten Korbs ist die Reinigung unkompliziert und die digitale Steuerung sorgt für präzise Temperatureinstellungen bis zu 200 Grad. Ein kleiner Nachteil der Fritteuse ist ihre Größe, die in kleineren Küchen Platzprobleme verursachen könnte. Trotzdem sind die Autopause-Funktion und der Überhitzungsschutz praktische Sicherheitsfeatures, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern. Insgesamt bietet dieses Modell eine gute Kombination aus Leistung, Kapazität und Vielseitigkeit. Sie eignet sich gut für Familien, die eine gesündere und fettärmere Alternative zum herkömmlichen Frittieren suchen. Den aktuellen Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Medion Life X10XL ist eine garräumige Heißluftfritteuse mit einem Fassungsvermögen von 5 Litern. Sie arbeitet mit 1500 Watt und bietet einen Temperaturbereich bis zu 200 Grad, was vielseitige Garmethoden ermöglicht, darunter Frittieren, Grillen und Backen. Die Bedienung erfolgt über ein modernes LED-Touch-Display, das die Handhabung besonders benutzerfreundlich macht. Durch die Antihaftbeschichtung ist der Frittierkorb leicht zu reinigen, was den Aufwand nach dem Kochen reduziert. Ein kleiner Nachteil dieser Fritteuse ist die Größe. Sie benötigt relativ viel Platz in der Küche, was vor allem in kleineren Haushalten unpraktisch sein kann. Manche Nutzer berichten auch, dass die Heizzeiten etwas länger sind im Vergleich zu anderen Modellen in derselben Preisklasse. Insgesamt bietet dieses Modell eine solide Leistung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, besonders für größere Familien oder Haushalte, die regelmäßig größere Mengen an Lebensmitteln zubereiten möchten. Den aktuellen Preis kannst du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon abrufen.
Die Ninja AF140 ist eine vielseitige Heißluftfritteuse, die durch ihre AirCrisp-Technologie knusprige Ergebnisse mit wenig bis gar keinem Öl liefert. Mit einer Kapazität von 4,7 Litern bietet sie ausreichend Platz für bis zu 1 Kilogramm Hähnchen oder 500 Gramm Pommes, was sie ideal für 2 bis 4 Personen macht. Sie verfügt über 4 praktische Funktionen: Airfry für fettarmes Frittieren, Roast zum Braten, Dehydrate für das Trocknen von Früchten und Gemüse sowie Reheat zum Aufwärmen von Speisen. Die einfache Bedienung über das digitale Display und die Möglichkeit, die Temperatur bis zu 240 Grad einzustellen, machen sie flexibel einsetzbar. Ein Nachteil dieses Geräts ist das Fehlen eines Sichtfensters, wodurch der Garzustand nicht ohne Öffnen überprüft werden kann. Zudem ist der Frittierkorb nicht spülmaschinenfest, was die Reinigung etwas aufwendiger macht. Dennoch erleichtert die Antihaftbeschichtung die manuelle Reinigung erheblich. Zusammengefasst bietet dieses Modell eine starke Leistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten, ideal für kleinere bis mittelgroße Haushalte. Den aktuellen Preis kannst du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon finden. Die Teffel 9018 Dual Easy Fry bietet eine Kapazität von 8,3 Litern und verfügt über 2 unterschiedlich große Fächer, 5,2 Liter und 3,1 Liter, was sie besonders vielseitig macht. Mit dieser Konstruktion kannst du 2 verschiedene Gerichte gleichzeitig zubereiten, die dank der Sync-Funktion zur gleichen Zeit fertig werden, auch wenn sie unterschiedliche Temperaturen oder Kochzeiten erfordern. Die Fritteuse eignet sich hervorragend für größere Haushalte, da sie bis zu 8 Portionen gleichzeitig kochen kann. Es ist kein Vorheizen erforderlich, was Zeit und Energie spart. Ein kleiner Nachteil des Geräts ist seine Größe, die viel Platz auf der Arbeitsfläche beansprucht. Auch der Gebrauch beider Fächer gleichzeitig kann für einige Nutzer anfangs verwirrend sein. Dennoch bietet die einfache Bedienung über das Touchpanel und die Vielzahl an Kochfunktionen eine hohe Flexibilität. Zusammengefasst ist dieses Modell eine ausgezeichnete Wahl für größere Familien oder Kochbegeisterte, die mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten möchten. Den aktuellen Preis kannst du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon finden. Die Philips NA350 aus der 3000er Serie ist eine vielseitige Dual-Basket-Heißluftfritteuse, die mit 2 unterschiedlich großen Frittierfächern ausgestattet ist. Dies ermöglicht es dir, gleichzeitig verschiedene Gerichte zuzubereiten, wobei die Sync-Funktion dafür sorgt, dass beide Fächer zur gleichen Zeit fertig sind. Das größere Fach eignet sich für Hauptgerichte wie Hähnchen oder Pommes, während das kleinere Fach ideal für Beilagen und Snacks ist. Das Touchscreen-Display bietet 8 voreingestellte Programme, was die Bedienung besonders einfach und benutzerfreundlich macht. Ein kleiner Nachteil könnte die Größe der Fritteuse sein, da sie aufgrund ihrer 2 Fächer etwas mehr Platz auf der Arbeitsfläche einnimmt. Zudem könnte der Preis für einige höher ausfallen als bei kleineren Modellen, aber die Vielseitigkeit und die Möglichkeit, 2 Gerichte gleichzeitig zuzubereiten, bieten viel Mehrwert für Familien und Vielkocher. Insgesamt bietet dieses Modell eine hervorragende Kombination aus Kapazität, Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Weitere Details und den aktuellen Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!